Folge 50 Erinnerungen. Wie schön. Ich liebe es, alte Familienfotos anzuschauen. Guckt mal, wie süß ihr da aussieht. Oh, wie niedlich. Wann war das denn ungefähr? Das müsste so etwa vor 10 Jahren gewesen sein. Ja, genau so in etwa. Mutti, Mutti, Mutti! Aber Tina, Schatz, was ist denn? Nora hat die Karotte aufgegessen. Die war doch für Topsy. Ach, Tina, vielleicht wollte Nora auch eine. Hier, gib Topsy eine andere. Okay, na gut. Du bist so süß, Topsy. Ja, ja, da hat Nora einfach die Karotte gefressen. Unverschämtheit. Ja, stimmt, das weiß ich noch. Und hier meinte Holger, er wäre schon ein ganz großer Junge. Na, Holger, schaffst du schon die Schubkarre zu schieben? Natürlich, Papa. Ich bin doch schon ein großer, starker Junge. Stell den Pferden mal das Futter hin. Okay. Puh, das ist aber schwer. Komm, wir müssen Hubert, Agatha und Bertha noch füttern. Dort hatten wir leider finanzielle Schwierigkeiten. Aber es hatte ja auch eine gute Seite. Der Martinshof, also ein Reiterhof für Kinder und Jugendliche, ist entstanden. Was machst du denn da? Ich überprüfe mal wieder unsere Ausgaben diese Woche. Das geht so nicht weiter. Beim Wocheneinkauf musst du auf jeden Cent schauen. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Aber Stefan, was sollen wir denn an unserem jetzigen Leben ändern? Wir müssen unser Zuhause zu einem Reiterhof für Kinder und Jugendliche machen. Wir werden Geld investieren und den Reiterhof vergrößern. Wenn wir uns richtig Mühe geben, dann können wir nächstes Jahr vielleicht schon Kinder bei uns aufnehmen. Und woher sollen wir das Geld nehmen, wenn wir etwas investieren wollen? Wir kommen doch momentan nicht mal selbst ganz zurecht. Ja, ja, da wollte ich eh noch mit dir drüber sprechen. Du kennst doch Simon, oder? Dein Freund aus der Grundschule? Ja, den kenne ich. Mit dem habe ich mich letztens unterhalten. Er macht eine mehrmonatige Geschäftsreise nach China. Aha. Er sucht eine Person, die auf der Reise mitkommt und ihnen bei den Arbeiten hilft. Es wäre zwar eine sehr lange Zeit, in der ihr hier alleine zurechtkommen müsstet, aber es wäre eine gute Bezahlung und es wäre genug, um den Martinshof komplett aufzustocken. Was hältst du davon, wenn ich sein Angebot annehme? Eine mehrmonatige Reise? Das wird eine harte Zeit. Du wirst mir sehr fehlen. Wie viele Monate dauert es denn genau? Das weiß er noch nicht genau, wie es sich halt ergibt. Wir müssen das machen, Susanne. Das ist unsere einzige Chance. Na, was bleibt uns da anderes übrig? Wir werden uns schon organisieren. Ein paar neue Pferde brauchen wir und ein zweites Haus für die Gäste müssten wir auch bauen. Ich schicke euch immer Geld rüber. Es soll in 2 Wochen losgehen. Na, dann haben wir ja noch genug Zeit, alles vorzubereiten. Wir schaffen das. Gott sei Dank haben wir diese Zeit überstanden. Der Reiterhof läuft, Tina hat ihren Hofladen und uns geht es doch eigentlich sehr gut. Ja, das stimmt. Schaut mal, hier, da ist noch ein ganz altes Foto. Da wolltest du arbeiten gehen und Klein Tina wollte helfen. Und danach kam das Pizza-Desaster. Ich gehe dann wieder aufs Feld und mähe weiter. Bald wird daraus Heu. Dann haben wir genug Futter für unsere Pferde, um über den Winter zu kommen. Ist gut. Papa, ich will auch mitkommen und Essen für die Pferde machen. Mutti sagt, wer Pferde hat, muss sich auch darum alleine kümmern. Ah, Tina, das geht jetzt nicht. Guck mal, Papa hat eine ganz scharfe Sense in der Hand. Das ist zu gefährlich. Komm, wir gehen in den Garten. Wir holen Gemüse für die Pizza. Oh, schade. Immer ist alles so gefährlich. Bestimmt bin ich mal wieder zu klein dafür. Aber Holger soll auch hier bleiben. Ich gehe alleine Essen für die Pferde machen. Tschüss, ihr zwei. Tschüss, Papa. Das dauert so lange, bis man groß wird, Mutti. Ich finde, das geht viel zu schnell. Jetzt bist du schon so groß geworden. Das verstehe ich nicht, aber egal. Wir brauchen Tomaten, Champignons, Paprika und Zucchini. Auweia, Tina, dein Zimmer sieht ja schlimm aus. Du solltest doch heute Morgen aufräumen. Ups, ja, das habe ich vergessen. Komm, das räumen wir jetzt auf und dann machen wir den Pizzateig. Oh, jemand ruft an. Ich komme gleich wieder, Tina.
Das dauert aber lange. Wie kann man denn so lange reden? Nein, das ist mir zu lange. Ich fange schon mal mit dem Pizzateig an. Also, erstmal muss Mehl in die Schüssel. Das macht Mutti auch immer so. Dann kommt Wasser. Wie viel Wasser muss denn da rein? Ein bisschen. Oh nein, jetzt ist das Mehl verschwunden. Wo ist es denn hin? Ich mach nochmal Mehl rein. Jetzt noch Öl. Wie lustig, das sind Ölblasen auf dem Wasser. Ich zerplatze sie mit dem Kochlöffel. Das ist lustig. So, jetzt kneten, kneten, kneten. Ist das immer so flüssig? Ich glaube schon. Ich mische einfach weiter. Oh nein, die Ölblasen fallen runter und der Teig auch. Das muss ich schnell sauber machen, bevor Mutti zurückkommt. Oh nein, das sieht ja noch viel schlimmer aus als vorher. Mutti kommt. Tina, was hast du denn hier gemacht? Du hast so lange geredet und ich wollte doch nur... Ach Tina, nicht weinen. Es ist ja alles gut. Ich hab gedacht, ich fange schon mal an mit den Ölblasen. Ölblasen? Ja, ich hab Öl auf das Wasser gemacht. Genau wie du immer. Und dann waren da Ölblasen. Ah, ich verstehe. Wenn man Öl auf Wasser kippt, dann verbindet sich das nicht. Dann sieht das aus wie kleine Ölbläschen. Und zuerst habe ich Mehl reingemacht. Und dann Wasser. Und dann hat sich das Mehl einfach versteckt. Ich habe doch noch gar nicht gezählt. Und da versteckt es sich einfach vorher. Oh, das böse Mehl. Das war wirklich lustig. Wenn ich jetzt zurückdenke... Die Zeit ist schnell vergangen. Es war vor 10 Jahren. Oh, das ist mein Lieblingsfoto. Vor 5 Jahren haben wir Amadeus gekauft. Mutti, mein Pferd kommt. Sehr gut, na dann komm. Wie heißt es denn eigentlich? Er heißt Amadeus. Oh, Amadeus, du bist so schön, was er für ein weiches Fell hat. Auf die Plätze, fertig, los! Amadeus ist so ein tolles Pferd. Wuhu, das macht richtig Spaß. Er scheint auch sehr viel Spaß zu haben. Schau mal, wie er sich ins Zeug legt zu gewinnen. Super, ja, weiter Amadeus, schneller, lauf. Du bist das beste Pferd auf der ganzen Welt, mein Amadeus. Ich fand aber, dass Amadeus sich ziemlich schnell eingewöhnt hat. Hier haben wir jetzt das letzte Bild. Das ist noch gar nicht so lange her. Holger, kannst du mal bitte Maximus, Sabrina und die Katzen füttern? Die anderen habe ich gerade gefüttert. Ja, bin schon auf dem Weg. Guten Appetit. Warum fresst ihr denn nichts? Holger ist mit dem Kopf aber auch wirklich nur bei der Prüfung. Ja, ihr Süßen. Holger hat da ein bisschen was vertauscht. So, das waren alle Bilder. Wir haben die ganze Fotokiste durchgeguckt. Ja, ihr habt schon ziemlich viele lustige Sachen angestellt. Ja, das stimmt. Ich liebe es, Fotos anzuschauen. Jetzt kommen die Outtakes. Und hier meinte Holger, er wäre schon ein großer Junge. Ein ganz großer Junge. Und hier meinte Holger, er wäre schon ein ganz großer Junge. Du bist jetzt dran. Nein, du bist der Papa. Haha, ja stimmt, das weiß ich noch. Ja stimmt, das weiß ich noch. Komm, wir müssen Hubert, Agathe und Berthe noch füttern. Bertha. Du bist das beste Pferd auf der... Ohnehin. Das stimmt, ich mochte dieses Foto angucken. Ja, das stimmt. Ich mochte sie. Ich mag Fotos angucken. Ja, das stimmt. Ich liebe es, Fotos anzuschauen. Folge. 50. Erinnerungen. Dankeschön. Achso, ja noch, wir müssen noch jemanden grüßen. Liebe Grüße gehen an... Schnecke!